Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Für alle unter euch, die es bis jetzt noch nicht geschafft haben, einen Adventskalender für eure Freunde oder Familie zu besorgen, habe ich heute noch eine super süße Last-Minute-Bastelidee für euch. Alles, was ihr dazu braucht, sind Papiertüten bzw. ganz einfache Brottüten, Muffinförmchen oder Cupcake-Wrapper, je nachdem, was ihr im Supermarkt findet oder auch schon zu Hause habt, Schere, weihnachtliches Geschenkpapier, kleine Kreise aus Bastelkarton für die Zahlen, Geschenkband, Klebestift und einen Folien- oder Filzstift. Für die Adventskalenderzahlen werden die Kartonkreise einfach mit dem Geschenkpapier beklebt und anschließend durchnummeriert. Dann können die Brottüten auch schon mit den kleinen Überraschungen gefüllt und mit Geschenkband verschlossen werden. Die verschlossenen Tüten werden anschließend einfach in solche Cupcake-Wrapper oder hübsche Muffinförmchen gesetzt. Falls ihr euch für die Cupcake-Wrapper interessiert, habe ich sie euch in der Infobox verlinkt. Zum Schluss werden noch die Zahlen an den Säckchen fixiert und das Ganze ist fertig. Wenn ihr möchtet, könnt ihr den Kalender auch noch mit einer Lichterkette und hübschen Weihnachtskugeln dekorieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Basteln. Falls ihr das hier mal nachbastelt, könnt ihr mir eure Bilder sehr gern auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag Krümelplanet schicken. Über eure wunderschönen Bilder freue ich mich immer riesig.